So, bei mir Pascal Sohm, wieder ein gebrauchter Tag. Ich glaube, in der Höhe dann auch letzten Endes ganz egal, ob jetzt 4-1, 3-1, 2-1. Mir fehlen langsam so die Ansätze. Ich fand, wir sind ganz super ins Spiel gekommen, hatten eigentlich mehr Spielanteile und irgendwie steht es dann 0-2. Ja, ich glaube, du sprichst es schon an. Wir haben uns sehr viel vorgenommen für dieses Spiel. Ich glaube, sind auch echt gut ins Spiel reingekommen. Was gefehlt hat, waren so klare Torchancen für uns und haben defensiv wirklich sehr stabil gestanden. Das hat uns in der letzten Zeit auch ein bisschen gekillt, dass wir früh irgendwie Gegentore bekommen haben. Heute wirklich sehr gut, sehr konzentriert gewesen, sehr fokussiert. Bis zum 0-1 eben. Und dann mit dem ersten Torschuss liegen wir 1-0 hinten. Und dann schaust du dich irgendwie blöd an und denkst, was ist jetzt schon wieder? Aber dann haben wir weitergemacht und kurz darauf dann das 2-0 kassiert. Und ich glaube, das ist trotzdem auch für viele ein Genickschlag, wo dann komplett alles auseinanderbricht. Und wie wir dann reagiert haben, war trotzdem gut. Ich glaube, auch nach der gelb-roten Karte das 2-1 gemacht und dann die eine oder andere knifflige Situation noch gehabt. Klar, in Unterzahl brauchst du dann auch vielleicht das nötige Quäntchen Glück. Vielleicht auch mal so eine Elferentscheidung, die es gegeben hätte. Also sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der zweiten Halbzeit für uns, die nicht gepfiffen wurde. Das sind dann so Kleinigkeiten, die dann auch mal ein Spiel entscheiden oder vielleicht auch mal das ganze Ding zum Kippen bringen. Heute haben wir dann am Ende aufgemacht nach dem 2-1. Pokalspiel, entweder du gewinnst oder du fliegst raus. Alles nach vorne geworfen, dann kriegst du natürlich noch das 3-1 und 4-1 und das hört sich am Ende natürlich sehr, sehr hart an. Nichtsdestotrotz, wir sind heute rausgeflogen. Ich brauche nichts schön zu reden. Es schmerzt auf jeden Fall richtig arg. Wir werden jetzt versuchen, am Freitag eine ähnlich gute Anfangsphase hinzulegen und uns dann zu belohnen für die Leistung. Und ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Und ja, uns bleibt nichts weiteres übrig, außer weiterzumachen. Wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Das soll keine Durchhalteparole sein, sondern das ist Fakt. Deswegen sind wir in der Profisportlerbranche drin. Und wir werden immer weitermachen. Und irgendwann schaffen wir es auch. Und ich glaube, am Freitag ist der richtige Zeitpunkt dafür. Gut, da reden wir auch schon häufiger dafür. Ich meine, die Reaktionen der Fans, muss ich euch nicht sagen, die haben wir alle gesehen. Die sehen wir schon seit ein paar Wochen. Ja. Von mir wünschen sich auch ein paar, da ich auf euch einprügel nach dem Spiel. Ich sehe nur keinen Sinn dahinter, weil dadurch wird es wahrscheinlich auch nicht besser. Ich glaube, ihr kriegt alle mit, was gerade los ist. Bei mir ist nur so ein bisschen, ich sehe es nach dem 0-2 ein bisschen anders. Ich hatte das Gefühl, Sandhausen hat uns gelesen, hat sich dann darauf eingestellt und so viel nach vorne oder so viel Spielkontrolle wie vor dem 0-1 und 0-2 hatten wir dann nicht mehr. Schaffen wir es nicht so gut wie der Gegner, uns auf einen Gegner einzustellen, oder ist es jetzt nur subjektiv von mir die Wahrnehmung? Ich fand, Sandhausen hat sich auf uns eingestellt und dann ging auch nicht mehr so viel. Oder sagst du, das ist das Mentale, was dann nach dem 0-2 vielleicht mitschwingt? Ich glaube, um das mal aufzugreifen, jeder, der mal Fußball gespielt hat und der ein Gespür dafür hat, der weiß, wenn man mal 2-0 hinten liegt, dass dann nicht mehr alles ganz leicht von der Rolle geht. Im Gegensatz dazu, wenn man 2-0 führt, dann kommt einem alles spielen leicht vor. Und wir sind gerade in einer Phase drin, wo uns eben nicht alles spielen leicht vorkommt. Und in so eine Phase würden wir sehr gerne wieder reinkommen. Aber jetzt, das ist harte Arbeit, das ist Blut und Schweiß, was wir jetzt gerade ackern müssen, was wir auf den Platz bringen müssen. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ich glaube, jeder Fan, der unzufrieden ist, ist völlig verständlich, völlig. Weil ich glaube, das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen ja alle unser Spiel gewinnen. Das kotzt uns Spieler ja auch brutal an. Also wir gehen ja nicht auf den Platz und sagen so, ja, schauen wir mal, was heute wird, sondern wir wollen ja unbedingt gewinnen. Und wenn du dann Woche für Woche so einen Rückschlag bekommst, ich glaube, das ist auch ein Zeichen von Charakter, dann trotzdem weiterzumachen, auch wenn die Fans dann so reagieren und natürlich am liebsten auf uns einprügeln würden. Ich kann es ehrlich gesagt auch nachvollziehen, dass wir versuchen natürlich eine bessere Leistung auf den Platz kriegen zu müssen, ist völlig logisch, aber Wie ich gerade vorhin auch schon gesagt habe, ich glaube, wenn man in so einer Spirale drin ist und so eine schlechte Phase eben hat, dann geht eben nicht alles spielend leicht von der Hand. Dann kriegst du vielleicht auch mal in der 5. Minute den Elfmeter, wo Baxter Bahn gekreuzt wird. Dann führst du vielleicht 1-0. Was passiert dann? Ich möchte jetzt auch nicht hypothetisch hier, da, wenn und aber und alles schönreden. Überhaupt nicht.
Ich sage einfach nur, dass wir als Spieler genauso gefrustet sind, mindestens genauso gefrustet, weil es ist, wir wollen ja Spiele gewinnen. Ich meine, wir sind Sportler, wir wollen Spiele gewinnen, und wenn du dann Woche für Woche dann dastehst und guckst dich am Ende mit leeren Augen an, weil du wieder ein Spiel verloren hast, das ist doch alles nicht unser Ziel. Und ich glaube, jeder Fan, der ein Gespür dafür hat, der reagiert auch hoffentlich richtig. Klar, nach dem Spiel, wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man uns auspfeift, vielleicht auch mal beleidigt, alles gut, alles kein Thema. Ich meine, das ist der Fußball, das ist das Geschäft. Aber wir Spieler, also uns kotzt es genauso an. Was ich gerne sehen würde, ich habe das, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal in Interviews thematisiert, diese Spielfreude von Anfang der Saison. Ich kann mich erinnern, wir sind super in die Saison gestartet, hatten wirklich eine wahnsinnige Spielfreude, weil ich danach auch angesprochen habe, da ich das sehr erfrischend oder überraschend finde. Die ist irgendwo komplett flöten gegangen, muss man sagen. Liegt das mit an dem Frust, dass man einfach gar nicht von Minute null jetzt auf den Platz geht und sagt, hey, heute haben wir einfach mal wieder Spaß am Kicken, sondern schwingt da dann schon mit, ey, hoffentlich geht es heute irgendwie gut und irgendwie können wir den Bock umstoßen. Also haben wir psychologisch bei den Spielern da vielleicht ein anderes Denken und nicht mehr das, komm, wir gehen raus und haben einfach mal Spaß wieder an unserem Beruf, am Kicken. Ja. Oder siehst du es anders? Nee, kann ja sein, nee, dass du sagst, nö, Markus. Nee. Ich sehe es so, ich bestätige das sogar, weil in der Phase geht man nicht raus und hat Spaß am Kicken, weil man weiß, was für ein Druck da ist, was es bedeutet, auch jetzt, sag ich mal, in die Fußstapfen reinzutreten. Und da gehst du nicht einfach locker leicht raus und auf den Platz und kickst jetzt einfach mal. Das macht man nicht. Ich glaube, wir wissen alle, dass Druck auf dem Kessel ist. Wir wissen alle auch, dass bei einem Fehlpass die Tribüne schon wieder auf 180 ist. Und das geht dann nicht locker leicht. Und das ist dann auch kein Hackespitze, tralala, was wir vielleicht auch am Anfang so ein bisschen mit drin hatten. Da haben wir schon auch Spielertypen dafür, die so das locker leicht Fußball und zocken, und war ja auch letzte Saison so ein Stück weit unsere Devise. Aber dieses Jahr geht es jetzt in der Phase einfach nicht. Fußball muss man jetzt arbeiten, Fußball muss man ackern. Ich glaube, das sind auch die Dinge, die der Waldhof auch ausmacht, und genau da müssen wir jetzt reintreten. Also in solche Fußstapfen müssen wir jetzt reintreten, dass wir sagen, wir ackern jetzt den Fußball, wir kämpfen den Fußball, auch wenn man den Spaß natürlich nicht verlieren darf, aber der ist gerade nicht ganz so nah, wenn man ehrlich ist. Weil, wie gesagt, man weiß, was auf dem Spiel steht, und wir werden uns zerreißen, dass wir im nächsten Spiel was holen. Mehr kann ich nicht versprechen. Alles gut, Pascal. Wie gesagt, ich bin keiner, der jetzt draufschlagen will. Ich kann jetzt nur von außen so ab und zu mal sagen, wie ich es empfinde oder sehe. Und dann bleibt mir nichts zu sagen, ihr bereitet euch gut vor. Ich glaube, mit Fair kommt auch eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft zu uns, die sich auch nicht verstecken muss. Ja. Dann haben wir ein Freitagabend spielen, dann gucken wir mal, was wir da reißen. Ja, so machen wir es. Alles klar, danke dir, Pascal. So, bei uns Rüdiger Rehm. Rüdiger, ja, 1-4. Ich glaube, in der Höhe ist es total egal, wie man aus dem Pokal fliegt. Für mich 20 Minuten, wo ich echt Bock hatte, wo ich dachte so, boah, krass, haben sich was vorgenommen, da klappt auch einiges. Dann ein Tor irgendwie aus dem Nix. Also wir selbst haben auch keine Torchancen wirklich kreiert, muss man ja auch sagen. Dann ein Tor aus dem Nix, und ab da lief es irgendwie so ein bisschen unglücklich rückwärts. Weiß nicht, wo die Schlüssel dafür dann liegen, ob du dir das erklären kannst nach dem Spiel so schnell. Ja, so schnell ist immer schwierig, aber eins ist Fakt, wir hatten einen guten Start. Ja, müssen vielleicht einen Elfmeter bekommen. Ja, ich glaube schon, dass es einer war, aber das muss man doch mal genauer anschauen. Da bin ich jetzt auch ein bisschen weit weg gewesen, aber für mich war Becks zuerst am Ball. Dann hätten wir die klare Torschance gehabt, einen Elfmeter. Das wäre natürlich sicherlich ein guter Start gewesen für uns. Sandhausen ist dann sehr, sehr effektiv gewesen mit dem ersten Torschuss, den Otto da in die lange Ecke knallt. Und das zweite legen wir natürlich vor. Das ist genau der Unterschied, den wir heute auf dem Platz gesehen haben. Die eine Mannschaft hat effektiv zugeschlagen und die andere Mannschaft hat viel versucht, aber eben nicht die Effektivität an den Tag gelegt. Mir fehlt so ein bisschen, habe ich bei den Spielern auch öfter, ich hatte ihn länger nicht im Interview, bei den Spielern hat es schon angesprochen, so diese Spielfreude und dieses, ich habe so Bock auf Fußball und geil, wir können endlich kicken, und das ist auch unser Beruf. Was ich in den ersten Spielen hatte und auch im Interview dann positiv rausgestellt habe, dass das auch so ein neues Gefühl für mich ist, dass jeder so Bock hat auf Kicken,
ist mir irgendwie abhanden gekommen im Laufe der Saison. Und Somi hat es auch gerade so ein bisschen bestätigt, ist natürlich auch schwierig in dieser Situation so richtig Bock auf Fußball zu haben. Aber wie kriegen wir das denn wieder in die Jungs rein? Weil letzten Endes, die haben hier einen Traumberuf, jeder träumt davon zu kicken. Und es muss doch Spaß machen. Ja, ich glaube auch schon, dass die Jungs, es sieht vielleicht nicht so aus, aber die haben Spaß am Fußball. Ja? Aber entscheidend ist auch, dass sie sich nicht aufgeben. Und ich glaube, das hat man schon auch gesehen. Und das ist das, wo wir uns auch hochziehen und wo die Jungs sich auch hochziehen müssen. Ja, dass du im Endeffekt hier einfach wieder voll auf die Fresse kriegst durch ein bescheuertes Gegentor zu Beginn und dann durch eine Einladung zum 2-0. Und dann musst du dich erstmal auch wieder aufraffen. Ja? Ich glaube schon, dass sie das zu Beginn gezeigt haben und auch dann vor allem zum Schluss, dass sie unglaublich Bock hatten, hier weiterzukommen und alles zu geben gegen einen Gegner, der sicherlich auch eine gute Qualität hat, das muss man auch sagen, aber trotzdem haben wir dem Gegner zugesetzt. Ja, wir haben 90 Minuten versucht, dem Gegner zu bearbeiten und du hast richtig gesagt, also wir wollten nicht mit 2-1 dann ausscheiden, ohne es probiert zu haben, sondern wir wollten schon alles versuchen, um dieses 2-2 zu machen, um vielleicht in Unterzahl tatsächlich so eine kleine Sensation zu schaffen, aber die Jungs haben alles rausgehauen, trotzdem stehen wir mit leeren Händen da und das ist die Enttäuschung pur, die wir haben und das ist nicht das erste Mal und deswegen ist die Situation natürlich schwierig, aber sie ist auch herausfordernd und ist natürlich auch eine Challenge, da rauszukommen. Ja, jetzt hoffen immer viele von mir, jetzt sei mal kritisch und hau da mal richtig drauf im Interview. Ich sehe nicht viel Sinn dahinter, weil ich es nicht beeinflussen werde, wenn ich jetzt sage, Mensch, ihr wart aber so richtig scheiße heute. So, was haben wir denn davon? Haben wir ja nichts und ihr wisst, glaube ich, selbst am besten, wo die Hebel sind. Versuchen es mal darzustellen, was wird denn mit dem Team jetzt unter der Woche? Wie kriegst du da den Switch hin? Weil Freitag steht ja auch schon vor der Tür und Verl ist, glaube ich, ein spielstarker Gegner, der zu uns kommt. Und die werden sich definitiv nicht verstecken vor uns und wissen ja auch um unsere Situation. Was machst du da mit den Jungs? Ich glaube, dass wir uns aber auch nirgends versteckt haben bis jetzt. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwo sang- und klanglos untergehen. Das Problem ist nur, wir kriegen zu viel Gegentore. Ja. Jeder Schuss gefühlt ist immer wieder mal ein Treffer. Ja. Wir machen zu wenig vorne und das ist das Entscheidende, wo halt Fußballspiele entschieden werden. Und du musst dich vorne besser durchsetzen. Du musst hinten immer wieder einen Fuß dazwischen kriegen oder eine Hand als Torwart. Ja. Egal was, du musst versuchen, diese Null zu halten. Und da geht es darum, dass wir daran ansetzen, dass wir da vorne nach vorne effektiver und gefährlicher werden. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und der zieht sich jetzt natürlich durch. Und wir müssen gucken, wie wir uns individuell verbessern. Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Den werden wir jede Woche versuchen, den anzugehen. Aber im Moment ist es so, dass wir sagen, die Ergebnisse sind richtig scheiße. Ja, die sind richtig scheiße, die Leistungen. Ja, das sind so Leistungen, wo du sagst, oh, da hättest du vielleicht auch mal was holen können. Ja, da kannst du auch mal gewinnen. Ja, und das ist halt das, was natürlich brutal nervt. Und wir müssen gucken, dass wir sagen, okay, wir müssen gucken, dass wir die Leistung weiter optimieren, Dinge weiter verbessern, uns individuell stärker machen, aber eben auch, das ist entscheidend, die Ergebnisse drehen, weil die Ergebnisse sind das Entscheidende im Fußball. Ja, abschließende Frage, möchte ich nicht zu lange aufhalten. Es gibt ja zwei Ansätze. Entweder ich versuche ein Team einzuspielen in mein System, in meine Taktik, in meine Spielphilosophie oder ich gebe jedem die Chance, rotiere sehr, sehr oft, weil ich sage, nee, der war jetzt diese Woche stärker im Training, jetzt spielt der. Wie sieht's aus mit den Jungs, die hinten dran sind? Sind die zu weit weg oder sagst du, nee, ich habe jetzt meine erste Elf gefunden, ersetzt die natürlich, wenn jetzt jemand verletzt ist, logisch. Wie sieht's mit den Jungs hinten dran aus? Warum, man liest es ja auch sehr viel, warum ist jetzt ein Gattermeier oder ein Bolay, warum spielen die nicht häufiger? Na gut, Bolay war jetzt lange verletzt, ist wieder zurückgekommen. Ja, dazu muss man sagen, wir haben ja schon ein ganz gutes Gefühl gehabt, ein gutes Gefüge jetzt gehabt und jetzt mussten wir beide Außenverteidigerpositionen natürlich verändern, ja, was natürlich auch nicht optimal war heute, aber trotzdem haben die Jungs, die da gespielt haben, also Charles hat es sehr, sehr stark gemacht und auch Hawk, der natürlich auch nicht unbedingt auf der Position zu Hause ist, hat trotzdem für mich eine wirklich gute Leistung gebracht, auch wenn die Tore dann drüben entstanden sind, da muss ich nochmal genau hingucken. Aber im Endeffekt geht es immer wieder darum, eine Eingespieltheit reinzukriegen, natürlich punktuell auch was zu verändern mal, das gehört dazu, wenn einer mal nicht die Form hat, aber jetzt jede Woche das Ganze durchzurotieren, ich glaube, dazu sind wir nicht in der Lage, sondern wir müssen schon gucken, dass wir Automatismen reinkriegen, Abläufe reinkriegen, ja, Eingespieltheit reinkriegen, weil sonst kommst du aus der Situation natürlich noch schwer raus, macht es für die anderen, die hinten dran sind, schwierig, die müssen halt mit Einwechslungen oder wenn sie eingewechselt werden, nochmal für Aufmerksamkeit sorgen und dann können sie natürlich auch zum Zug kommen und ich glaube schon, dass wir das, gerade auch was Kenny Okpala angeht, einen haben, der jede Woche, wenn er reinkommt, brennt und Gas gibt und versucht, das Ding zu drehen und da müssen alle anderen auch ansetzen. Super. Nehmen wir so mit. Viel Danke. Erfolg. Bis Freitag, Rüdiger. Dankeschön. Macht's gut.